Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Erklärungsvideo, wie man das Crafting-Menü so haben kann. Also ganz normal wie auf dem PC. Ihr seht, ich bin im Überlebensmodus und jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Also, hier seht ihr jetzt wieder das Standard. Also, was ihr machen müsst, ist eigentlich gar nicht viel. Ups. So, das einzigste, ihr müsst halt nur in den Einstellungen was ändern. Zwar, ihr geht jetzt auf die Option-Taste, geht auf Hilfe und Option, auf Einstellungen, auf Benutzeroberfläche und zu klassisches Crafting. Geht wieder raus und dann seht ihr es da. Ich kann es euch nochmal zeigen. Ich baue jetzt mal ein bisschen Holz ab. So. Jetzt seht ihr, jetzt muss ich selber rein tun. Das alles nehmen. Eins platzieren. Eins platzieren. Eins, ups. Ups. So. Nein. Hey. Also ihr müsst es dann hier reinlegen und dann habt ihr es hier. Jetzt baue ich damit mir eine Werkbank. So, ihr seht, dass es auch funktioniert wie auf dem PC. Und hier ist, seht ihr es auch. Jetzt mache ich mal. So, Stücke. Jetzt brauche ich mal. Das seht ihr auch. Man muss es nicht immer suchen. Da habe ich jetzt eine Spitzhacke. Also, es ist schon praktisch. Da noch eine Schaufel. Oder so. Auf jeden Fall, wenn man bekommt es dann wieder, wenn man rausgeht. Und hier habt ihr immer noch das Crafting-Menü. Das finde ich sehr praktisch. Werde ich wahrscheinlich bald in einem neuen Let's Play zeigen. Weil es kommt bald ein neues Let's Play von Minecraft raus. Mal schauen, wie es heißt. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Haut rein, euer Flixbus 500. Ciao.